Auf diesem Kanal gibt es ja viel zur Kultur von fleischfressenden Pflanzen, wie man Moorbeet anlegt, wie man die kultiviert, wie man sie vermehrt. Und wir schauen uns andere Sammlungen an. Und es wird aber auch immer mal wieder ein bisschen experimentiert. Viel mit Erde, alternative Substrate, torffreie Substrate natürlich. Und heute wollen wir uns aber mal direkt mit den Pflanzen, mit der Verdauung beschäftigen und hier auch mal ein bisschen experimentieren. Und es wird auch ein bisschen eklig werden. Der, wo einen flauen Magen hat, sollte jetzt vielleicht nur vorsichtig zuschauen, sage ich mal. Auf jeden Fall ganz viel Spaß jetzt mit dem Video. Ja, damit ganz herzlich willkommen hier bei Green Jaws. Ich bin Matze und wie gesagt, heute beschäftigen wir uns direkt mit der Verdauung von fleischfressenden Pflanzen. Und fleischfressende Pflanzen, das klingt ja erstmal so, oh, die brauchen Steak, Schnitzel, Wurst oder was auch immer. So ist es nicht. Die wollen natürlich Insekten fangen und die auch verdauen. Es kommt aber in der Natur auch immer mal wieder vor, dass auch mal ein bisschen was Größeres gefangen wird. Das kann mal eine kleine Maus sein, ein Frosch, eine Krabbe, eine Ratte. Es wurden auch teilweise schon kleine Affenskelette in Nepenthes-Kannen gefunden. Und in die Richtung soll es heute auch ein bisschen gehen, weil hier in der Gärtnerei, an der Gärtnerei, außen an der Gärtnerei, haben wir sehr viele Vögel, vor allem Spatzen. Und es kommt leider immer wieder mal vor, dass so ein Spatz hier einfach tot rumliegt. Und so auch dieses Exemplar hier, das habe ich auch einfach jetzt tot gefunden und ich dachte mir, naja, bevor es jetzt einfach so weggammelt oder einfach weggeworfen wird, probieren wir doch mal ein bisschen was aus und verfüttern so einen Spatz einfach mal und gucken mal, welche Pflanze es schafft, diesen zu verdauen. Und ich habe euch bei Instagram nämlich gefragt, ich habe euch drei Pflanzen zur Auswahl gegeben. Das war zum einen eine Nepenthes Rob Cantley, die ist gerade in Blüte, die können es also gut gebrauchen. Wir haben aber auch eine riesengroße Saracenia Cipollacein, also eine Purpurea Cipollacein mit großen Schläuchen, wo so ein Spatz auch locker reinpassen würde. Und das dritte, was zur Auswahl stand, war Saracenia Lea Wilkerson, also eine Murray-Hybride. Und die hat auch so einen meterhohen Schlauch, Riesenöffnung, da passt so ein Spatz auch locker rein. Die drei gab es zur Auswahl, ich habe euch abstimmen lassen und ihr habt euch für eine Nepenthes Rob Cantley entschieden. Und deswegen würde ich sagen, lasst uns diesen Spatz hier gleich mal in die große Kanne reinwerfen. Vielleicht gibt es auch mal einen guten Schwung bei der Blüte und es wird spannend, wie sich dann entwickelt. Ich werde natürlich alles genau dokumentieren. Heute haben wir den 20. August, da starten wir dieses Experiment und dann, ich werde einfach so die Entwicklung immer dokumentieren. Wir schauen alle paar Tage mal rein, was sich so tut und der Ekelfaktor wird wahrscheinlich gegen Ende hin immer höher werden. Aber mal schauen, seid gespannt. Also hier sehen wir eine Nepenthes Rob Cantley, der hat hier eine riesengroße Kanne dran. Da kriegen wir den Spatz bestimmt rein, eine neue öffnet sich hier drüben und hier haben wir auch noch eine große Kanne. Wir werden jetzt aber diese rechte hier nehmen, wo der Spatz gleich verschwinden wird. Und ihr seht hier auch die Blüte, die ist natürlich schon geöffnet, leider aber ein Männchen. Aber da kann ich schon sehr viele Pollen absammeln dann. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Im Moment ist die Kanne auch gut mit Wasser gefüllt, weil natürlich hier auch immer von oben gegossen wird. Und dann kommt auch immer ein bisschen Regenwasser da rein, ist aber nicht schwimmen. Und es wird natürlich jetzt gleich ein bisschen rausschwabbeln. Ich versuche das Ganze jetzt mal einhändig zu machen und diesen Spatz hier einfach mal kopfüber da rein zu pfriemeln. Okay, vielleicht ist er doch ein bisschen groß, aber kriegen wir schon hin. Okay, und drin ist er. Hier oben schaut noch der Fuß ein bisschen raus. Okay. Es ist schon ein bisschen dunkel, weil es schon Abend ist, aber ich denke, man kann trotzdem noch alles gut erkennen. Und jetzt werden wir einfach mal beobachten und gucken, wie es sich so entwickeln wird, was passieren wird, was nachher auch alles übrig bleiben wird und natürlich auch, wie sich der Geruch hier drin entwickeln wird. Ich glaube, das wird einfach das Ekligste überhaupt werden. Aber naja, schauen wir mal. Falls ich übrigens noch mehr Spatzen finden sollte, dann werde ich die an die Cipollacein und an die Lea Wilkerson verfüttern und das dann natürlich auch für euch dokumentieren. Heute ist der 23. August, also es sind gerade mal 3 Tage vergangen, aber wir wollen trotzdem mal gucken, was sich hier an unserem Vogel bereits verändert hat oder ob es schon was zu sehen gibt oder übel riecht oder sonst was. Und so ist hier der aktuelle Stand gerade.
Also es ist außer diesem Schimmel da oben oder diese Ablagerung auf der Wasseroberfläche hat sich hier tatsächlich noch nicht viel getan, aber das dachte ich mir schon fast. Aber ich dachte, wir gucken jetzt einfach mal kurz drauf. Aber ich habe heute tatsächlich einen weiteren Vogel gefunden. Der lag nämlich bei mir im Teich drinnen. Das sieht so aus, als schwimmt er da schon ein paar Tage lang drin. Und ich habe ja gesagt, wir werden, wenn ich noch einen finde, den an eine Sarazenia verfüttern. Und deswegen gehen wir jetzt mal schnell zu der Cipolacein und tunken den mal da ein und dann mal gucken, wie die drauf reagieren. So, hier ist also die Pflanze. Schönes, großes Exemplar. Und hier hat sich ja auch erst ein frischer Schlauch geöffnet. Das erkennt man daran, dass der eben noch so ganz hell ist und der dunkelt dann nachher eben so nach wie die anderen auch. Zum Vergleich mal meine Hand, dass man auch sieht, das ist wirklich ein Riesending. Und da wollen wir jetzt mal diesen Vogel reintun. Mal gucken, ob der hier gut reingeht. Ich probiere es wieder mit einer Hand. Und ups, weg ist er. Passt auch gut rein hier. So. So, da bin ich echt mal gespannt, wie die Pflanze darauf reagieren wird. Das hier ist natürlich alles im Dienste der Wissenschaft. Also es ist hier wirklich ein Experiment. Es werden keine Tiere dafür getötet, möchte ich noch mal ganz ausdrücklich betonen. Das sind alle Spatzen, die ich hier tot bei mir an der Gärtnerei finde. Und ja, manche Leute, denen wird es wahrscheinlich trotzdem blöd aufstoßen, aber ihr müsst euch das Video dann auch nicht angucken. So, es wird mal wieder Zeit für ein kleines Update, wie es gerade so ausschaut. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe in den letzten Tagen gar nicht so viel geschaut, weil ich einfach so busy war mit dem ganzen Shopstart. Weil heute ist nämlich schon der 16. September, also übermorgen macht der Shop auf und da gab es jetzt einiges zu tun im Vorfeld. Und deswegen wollen wir jetzt aber nochmal genau nachgucken, weil wenn ich hier ins Tropenhaus reinkomme, es riecht alles schon so ein bisschen, zumindest hier hinten in der Ecke, wo die Pflanze steht. Und ja, man sieht auch schon einiges, hat sich schon einiges getan, aber wir gucken jetzt mal genauer hin. Ja, und die Pflanze blüht auch noch fleißig. Da muss ich nachher auch noch gleich den letzten Pollen abernten. Ich habe schon jede Menge geerntet. Leider habe ich gerade keine passende weibliche Rob Cantley dazu. Aber jetzt gehen wir mal hier zur Kanne. Und das Erste, was hier auffällt, ist, der Deckel hier oben, der ist schon verwelkt oder ist gerade dabei zu verwelken. Es ist wohl doch ein bisschen viel gewesen für diese Kanne. Und man sieht jetzt hier, wenn ich hier gucke, auch ein bisschen Schimmel außen dran. Also es ist auf jeden Fall sehr viel Arbeit, so einen Vogel zu verdauen. Und es zerrt auch an der Kanne. Aber wir wollen jetzt mal da hineingucken. Ich nehme mal hier so eine Pinzette zur Hand, weil sonst wird es ein bisschen eklig. Wird es wahrscheinlich eh, aber jetzt gucken wir mal. Also hier habe ich nur noch einen Fuß. Und jetzt sieht man auch sehr schön diese Zehen hier, die hingen so ein bisschen aus dem trüben Wasser heraus. Da ist auch noch so ein bisschen die Haut und das Fleisch dran. Aber wenn ich jetzt hier mal weitergehe, ist hier einfach nur noch Knochen da. Und ah ja, jetzt müffelt es auch wieder ein bisschen. Also wenn man da drin rumstiert. Okay, das ist echt eklig jetzt, aber. Scheiße, ich hätte einfach mal eine Maske anziehen sollen oder so. Okay, was haben wir hier? Irgendwelche Knochen, Federreste. Das stinkt echt eklig. Also in der Wohnung würde ich es auf keinen Fall nachmachen. Und sieht aus wie eine Lunge oder ein Herz oder sowas. Also die Pflanze ist dabei. Also die Pflanze ist dabei, hier den Vogel tatsächlich gut zu verdauen. Und wir werden es weiter beobachten. Wie gesagt, es stinkt schon ziemlich gut. Aber das dachte ich mir schon im Vorfeld. Man würde sagen, wir schauen jetzt mal schnell zu der Purpurea hin, wie es da aussieht. Weil ich glaube, da gibt es auch schon einiges zum Sehen. Die Purpurea steht hier schon auf dem Seziertisch bereit. Und wir gucken jetzt erstmal den Schlauch so ein bisschen von außen an. Der sieht aber noch echt super aus. Also auch von hinten noch alles echt klasse. Man sieht noch keine braune Stelle oder Schimmel wie bei der Kanne. Und jetzt gucken wir mal hier ins Innere rein und wollen hier auch mal ein bisschen sezieren. Man sieht hier auch nur so ein paar Teile. Oh mein Gott, jetzt stinkt es auch wieder abartig.
So, also ganz deutlicher Unterschied. Wenn ich. Oh, Leute, seid froh, dass ihr hier nicht dabei seid. So, okay, wir sehen hier auch so ein paar abgenagte Knochen, viel mehr Federn. Hier am Fuß ist auch noch viel mehr dran zu sehen. Und. Oh Gott, okay, also Fuß ist noch sehr weit da. Federreste auch noch viel mehr. Also ganz deutlicher Unterschied zu Nepenthes, die da doch in dem gleichen Zeitraum oder fast im selben Zeitraum viel, viel mehr verdaut hat schon. Und hier sieht man also viel mehr. Also die Purpurea ist da einfach viel langsamer oder wahrscheinlich generell die Sarazenia. Da habe ich jetzt aber noch eine kleine Überraschung für euch, weil ich habe tatsächlich noch mal zwei Vögel gefunden. Aber irgendwie eine Woche später oder so gewesen. Ich habe jetzt gar nicht mehr gefilmt, aber ich habe sie auch in eine Lea Wilkerson reingestopft, also zwei Stück. Und da hat sich jetzt seither auch mega viel getan. Und da gucken wir jetzt mal kurz hin. Hier also die große Sarazenia Lea Wilkerson und die Schläuche hier, zumindest der hier, der ist 98 cm hoch, also schon ganz ordentlich. Und die hier sind auch so knapp über 90, 92 ungefähr. Und man kann es schon erahnen, hier ist ein Vogel drin und hier auch. Man sieht sehr deutlich am Schlauch, dass hier einfach schon gute braune Stellen kommen hier bei beiden Schläuchen. Hingegen der große, da ist noch nichts zu sehen. Wir können auch hier mal reinschauen. Also der ist lang nicht so weit gefüllt. Und wenn wir jetzt hier mal in die anderen zwei reinschauen. Ja. So, jetzt sieht man nur schwarz. Ah ja, jetzt ein bisschen. Also man erkennt auch wieder einen Fuß ganz gut. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich da ein bisschen reinzoomen kann. So, also man sieht hier auch jede Menge Fliegenkadaver oben drauf liegen. Und ähnlich ist es auch hier bei dem anderen. So, jetzt muss ich auch erstmal wieder reinzoomen und scharf stellen. So. Ja, da sieht man die Suppe ganz gut. Ich muss auch ehrlich gestehen, oh, da sind ja lauter Maden drin. Oh. Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe hier auch ein bisschen Wasser reingeschüttet, damit der Vogel einfach ein bisschen weiter runter sinkt. Und jetzt sehen wir hier auch schon ganz gut, was passiert ist. Es hat so gestunken, dass es zig Fliegen angelockt hat. Die sind hier auch alle drin, die haben ihre Eier drauf abgelegt. Und die Maden zersetzen jetzt hier diesen Vogel hauptsächlich, denke ich mal. Ich denke, die Pflanze wird hier gar nicht so viel zersetzen, sondern es passiert weitestgehend durch die Maden. Und wenn die sich dann verpuppen, dann schlüpfen da die Fliegen draus und sind gleich aber im Magen gefangen, also kommen ja eh nicht mehr raus. Und werden dann anschließend von der Pflanze verdaut. Also ich sage mal ein positiver Nebeneffekt, weil von dem Vogel wird die Pflanze wahrscheinlich selber nicht so viel haben. Aber jetzt nehme ich auch mal die Pinzette und ich gucke mal, ob ich hier. Sorry, es ist super schwer hier rein zu filmen und das Ganze scharf zu machen. Ah, Mist, die ist zu kurz, oder? Na, ich kann hier ein bisschen hochziehen. Ja, abgenagter Knochen, ein paar Federreste. Aber wie gesagt, ich glaube, das Hauptsächliche passiert hier über diese Fliegenmaden, die hier drin sind. Ah, ganz schön eklig. Ey. Jetzt will ich aber doch noch mal in die andere reingucken, ob man hier auch so viel Maden sieht. So, jetzt zoome ich da auch mal ein bisschen dran. So, aber hier tut sich nichts. Interessant. Also entweder sind die Maden schon alle verpuppt und es sind jetzt die toten Fliegen, die hier liegen, oder die Pflanze ist tatsächlich hier auch selber am Verdauen. Es bleibt also weiterhin spannend. Wir werden es weiterhin beobachten. Und wir gucken dann auf jeden Fall in ein paar Tagen mal wieder drüber. Natürlich bei allen Pflanzen und gucken mal, was sich bis dahin wieder weitergetan hat. So, liebe Leute, heute ist der 14. November und es ist Tag der Abrechnung. Ich habe die Schere dabei, weil wir wollen jetzt mal alle Kannen hier abschneiden und einfach mal reingucken, was sich so getan hat. Ich bin ziemlich gespannt, weil ich habe seit dem letzten Update, das ganze Boden steht hier voll, man kann hier kaum laufen, ich habe seit dem letzten Update gar nicht mehr geguckt, was sich noch getan hat. Deswegen, ich bin auch mega gespannt und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an, sezieren dann mal den Inhalt und gucken mal, wie weit die
Vögel dann aufgelöst sind, was davon noch übrig ist. Und ich bin super gespannt. Ja, hier also die Rob Candley. Die Blüte ist natürlich jetzt schon dahin. Ich habe ziemlich viel Pollen geerntet. Und die Pflanze hat, seitdem ich sie gefüttert habe, auch zwei neue Kannen produziert. Das ist einmal diese hier. Das ist wirklich ein richtig prächtiges Exemplar. Guck mal, riesengroß, tolles Peristom. Richtig geil. Und hier, das ist die neueste Kanne. Die ist, glaube ich, sogar noch mal ein Stück größer. Also die Zusatznährstoffe haben mir auf jeden Fall gut getan. Und hier hinten ist dann die Kanne, die wir, wo wir den Vogel reingeschmissen haben. So, ein bisschen schwierig einhändig, aber kriegt man hin. Also es sind ja jetzt wieder einige Wochen vergangen seit dem letzten Update. Und wir sehen hier sehr schön, die Kanne ist komplett braun bzw. schwarz geworden. Hier bildet sich so ein leichter Schimmel außen auch drauf. Ist jetzt gar nicht schlimm, das ist ganz normal. Und wenn wir jetzt mal hier reingucken, ja, es sieht alles eklig aus. Riechen tut nichts mehr. Also ist nicht so wie beim letzten Mal, wo es so übel gestunken hat. Ich nehme jetzt mal die Schere und dann schneiden wir diese Kanne hier ab. Und dann gehen wir auch noch zu den Sarazenia und gucken mal, wie weit es dort ist. Und Schnipp, hoffentlich fällt es jetzt nicht gleich runter. Moment, das ist alles immer ein bisschen schwierig so einhändig, aber ja, geschafft. So, da haben wir dieses Prachtexemplar an Kanne. Also Rob Candley, super geile Art. Und wie ihr sehen könnt, auch hier hinten wächst so ein bisschen so ein Pilz drauf. Aber die Kanne hat jetzt auf jeden Fall ausgedient und der Pflanze hat es nicht geschadet. Ich bin gespannt, wie es bei den Sarazenia weitergeht. Die sind natürlich schon in Winterruhe bzw. schon sehr am Zurückziehen oder teilweise auch zurückgezogen. Hier also als erstes mal die Lea Wilkerson und der Schlauch, wo wir was verfüttert haben. Das war einmal der. Schauen wir mal kurz rein, wie es da aussieht. Ja, nicht viel erkennbar. Alles sehr dunkel da drin, aber ihr seht, der Schlauch ist auch schon komplett braun. Und man sieht es ja auch hier außen immer, da wo es jetzt hier so ein bisschen schon Schimmeln anfängt. Oder ja, das ist gar kein Schimmel, aber so, weiß nicht, vielleicht doch irgendwas so Pilzmäßiges. Da ist also immer die gute Verdauungszone. Und hier ist der zweite Schlauch, da habe ich ja auch einen Vogel rein. Der ist sogar noch ein bisschen intakt, aber wird jetzt auch demnächst alles komplett absterben. Hier sieht man auch wieder so ein bisschen Schimmel drauf. Aber es ist absolut nichts Schlimmes und ganz normal um diese Jahreszeit. Der ist hier unten noch ganz grün. Vielleicht lasse ich den sogar mal noch dran, dann kann der noch die letzten Nährstoffe rausziehen. Und ich nehme dann diesen Schlauch hier mit, weil der ist ja eh schon hinüber. Dann schneiden wir den mal unten ab. Da ist auch ein ziemlich dicker Stiel hier auf jeden Fall, fingerdick sogar. Es ist schon eine mordsgroße Pflanze. So. Und raus damit. So, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es innen aussieht. Also super spannend. Jetzt fehlt noch die Cipolla Giant. Ja, und diese Sarazenia purpurea Cipolla Giant ist wirklich ein absolutes Monster. Mal mit Vergleich meine Hand drauf. Also die hat jetzt hier gute 60 cm im Durchmesser. Es ist einfach der Wahnsinn. Es ist wirklich die größte Purpurea, die ich so kenne, der größte Klon. Habe ich mal beim Dr. König gekauft vor ganz vielen Jahren und bin super happy, den zu haben. Und die sieht auch noch richtig frisch aus. Vor allem das hier ist der Schlauch, wo der Vogel drin ist. Das hat ja wirklich gar nichts ausgemacht, da so ein Riesending hier zu verdauen. Oder schauen wir gleich, ob es verdaut ist. Der Schlauch ist noch super intakt, deswegen würde ich am liebsten gar nicht abschneiden. Aber zum Zwecke der Wissenschaft schauen wir da jetzt natürlich hinein. Die hat es sicherlich auch ein bisschen einfacher als die Lea Wilkerson, weil hier ja immer Wasser drin steht. Da wird es dann natürlich auch viel besser verdaut, weil ja alles viel weicher ist. In dem Wilkerson-Schlauch trocknet es eher, glaube ich, so ein bisschen ein. Da waren ja auch immer ziemlich viele Fliegen dann, die dadurch angelockt wurden. Und es ist auch ein fettes Rhizom, wenn wir mal hier gucken. Also
komm, jetzt weg mit dem Ding, weil wir wollen ja gucken, wie es innen aussieht. Einmal hier. Ja, ich mache mal ganz unten, dass möglichst nichts von der Flüssigkeit raussifft. Ja, das wollen wir dann oben gemeinsam angucken. Also das Auto, ihr seht auch hier, der Deckel ist einfach größer als meine Hand. Mega geiles Teil. Er ist gerade nicht so gut ausgefärbt, weil es ein bisschen schattig stand. Normalerweise ist die ziemlich rot, so wie die Schläuche hier. Und ja, aber auf jeden Fall tolle Pflanze. So, ich habe jetzt hier mal einen kleinen Aufbau gemacht und jetzt beginnen wir mit dem Sezieren. Ab jetzt kommt der Moment, wo es richtig eklig wird, glaube ich mal. Schauen wir mal. Fangen wir vielleicht mal hier mit der Lea Wilkerson an. Da schneiden wir einfach mal hier ab und gucken mal rein. Der Vogel ist ja hier im oberen Teil, deswegen schauen wir jetzt mal eher auch in den oberen Teil rein und brauchen das untere Stückchen gar nicht. So. Okay, wie ihr sehen könnt, man kann hier noch ziemlich viel vom Vogel erkennen. Eigentlich ist der nur ein bisschen ausgetrocknet, muss ich ehrlich sagen. Und noch komplett am Stück geblieben. Da springen jetzt hier irgendwelche kleine Insekten drauf rum. Hier oben haben wir jede Menge Fliegen. Das macht ein bisschen näher hier. Also hier sind noch so ein paar tote Fliegen. Die wurden sicherlich angelockt, weil der Vogel so gestunken hat. Die sind auch alle leer, also die sind tatsächlich verdaut. Der Vogel selber, ja, man erkennt die noch komplett. So, wir machen das jetzt einmal so, dass wir den einmal halbieren. Und dann einfach nochmal reingucken können, wie der im Inneren aussieht. Gut, der sieht jetzt innen auch ziemlich hohl aus. Ja, also stinken tut nichts, das kann ich schon mal sagen, aber für mich sieht es eher alles so ein bisschen eingetrocknet aus und gar nicht so richtig verdaut. Aber ja, man weiß es nicht so genau. Vielleicht wäre es anders, wenn der Vogel viel tiefer unten drin wäre und nicht nur da oben im fast, ja fast, also ihr seht es ja, vom Vogel bis zum Schlund ist es nicht mehr weit. Da ist die Verdauungszone natürlich auch nicht so aktiv. Wenn der weiter unten wäre, wäre der bestimmt auch mehr verdaut gewesen. Aber naja, spannende Sache auf jeden Fall. Vielleicht haben wir in Zukunft ja nochmal irgendwie so einen Vogel, wo wir das Experiment nochmal wiederholen können, aber dann weiter runter rein. So, jetzt kommen wir mal zum spannenderen Teil, glaube ich. Hatten wir gerade Sarazenia, dann nehmen wir doch mal hier diese Rock Cantley und gucken mal, was da drinnen ist. Und das werde ich jetzt einfach mal da reinschütten. Okay, das ist richtig eklig. Das stinkt jetzt auch, Leute. Oh, das stinkt richtig, ey. Widerlich. Okay, aber hier sieht es auf jeden Fall schon ganz anders aus. Oh Gott, ey. Das ist echt eklig, ey. Also, nicht nachmachen. Es stinkt irgendwie, wie wenn man die Toilette ausleert. Eine verstopfte Toilette ausleert. Was es ja eigentlich hier auch fast ist. So, also. Mal ein bisschen Werkzeug nehmen. Okay. Also das sieht auf jeden Fall schon ganz, ganz anders aus. Das ist echt widerlich, Leute. Naja, also, komm, schauen wir mal hier. So, die Soße ist jetzt gar nicht so interessant. So, Moment, ich schütte die mal kurz ein bisschen aus, dann können wir hier besser arbeiten. So, wunderbar.
So, was sehen. Boah, wie das stinkt. Was sehen wir jetzt hier? Einmal der Kopf. Den erkennt man natürlich sehr, sehr gut und auch sofort hier. Schnabel, Kopf oben. Man erkennt hier ziemlich viele Knochen. Wo die jetzt im Einzelnen hingehören, keine Ahnung. Das ganze Dunklere hier, das sind jetzt alles so die Federn. Ja, aber sonst ist hier eigentlich fast alles aufgelöst. Hier ist noch ein Fuß gewesen. Ja. Aber ja, hier ist noch ein bisschen was Weiches. So. Aber ich sag mal so, die ganzen Weichteile sind tatsächlich alle aufgelöst. Und was jetzt übrig ist, klar, die Knochen, die können nicht verdaut werden. Das war mir auch im Vorfeld schon bewusst. Federn, ja, ich denke mal, wenn die da noch ein bisschen länger drin gewesen wären, wäre da vielleicht auch noch ein bisschen mehr aufgelöst. Aber die ganzen Weichteile innen drin hat die Kanne tatsächlich verdaut. Und die Pflanze hat natürlich super viele Nährstoffe dadurch aufgenommen. Klar, die Kanne ist jetzt hier abgestorben. Das ist ganz klar, aber die hat ihren Lebenszweck erfüllt, sage ich mal. Das, oh. Da kommt mir gleich das Kotzen. Oh. Ja, auf jeden Fall, die hat ihren Lebenszweck erfüllt. Hat hier... hat hier viele Nährstoffe rausgeholt. Und die Pflanze hat ja auch zwei neue größere Kannen schon gemacht und ja, war auf jeden Fall gut und hat gut funktioniert. So, weg mit dem. So, und jetzt haben wir ja nochmal die Saracenia purpurea hier. Und wie gesagt, die Kanne ist ja noch komplett intakt, also man sieht hier noch gar nichts, dass irgendwo was beeinträchtigt ist. Und jetzt gibt man hier auch mal den ganzen Saft raus und gucken mal, was da drinnen ist. Ah, da kommt noch richtig viel raus. Oh, das stinkt auch schon wieder abartig, Leute. So. Lecker Suppe. Okay, ich leere die Soße mal kurz wieder aus, dass wir da besser gucken können. Und dann schauen wir noch mal im Detail hin, was hier so drinnen ist. Ich schneide auch erstmal den Schlauch vielleicht hier noch komplett auf, dass wir schauen, ob alles draußen ist. Ja, also so sieht es hier von innen aus. Und seht schon, da ist nichts mehr drinnen. So, und was haben wir jetzt hier? Was können wir jetzt hier wieder erkennen? Also Federn, ganz klar, kann man hier wunderbar erkennen jetzt wieder. Hier ist wieder der Kopf. Mit Schnabel natürlich. So, der Ekelfaktor ist jetzt hier wahrscheinlich besonders hoch. Knochen, Federn, was ist das hier? Das ist noch irgendein bisschen weicheres Teil. So, hier haben wir noch das Brustbein. Ja, aber sonst ist auch sehr, sehr viel aufgelöst einfach nur. Aber die ganzen Weichteile von innen drin, das was übrig ist, sind klar die Knochen wieder. Und die Federn erkennt man auch noch relativ gut. Das wäre jetzt natürlich super spannend gewesen und also es stinkt schon, aber nicht so abartig wie bei der Nepenthes. Es ist schon besser auszuhalten hier auf jeden Fall. Ja, interessant wäre es jetzt natürlich gewesen, weil die Kanne bzw. der Schlauch ja noch komplett intakt ist. Was wäre jetzt noch weiter verdaut worden oder hätte er auch die Federn geschafft, wenn wir ihn jetzt nicht abgeschnitten hätten? Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage und ich glaube, vielleicht werde ich das Experiment auch nochmal wiederholen nächstes Jahr, falls ich mal wieder einen Vogel, eine Maus oder sowas finde.
und dann gucken wir nochmal genau hin, wie. Also dann lassen wir es wirklich komplett mal drinnen, schneiden den Schlauch auch erst ab, wenn er tot ist und gucken dann mal rein, wie viel die Pflanze doch schaffen würde. Weil, also ich wär zuversichtlich, dass hier bestimmt noch mehr aufgelöst worden wäre. Aber wir werden es herausfinden. Das also unsere kleine Sauerei hier. Das sind jetzt die Überreste. Ich zeige es euch nochmal hier. Also das hier war die Purpurea. Dann haben wir hier die Nepenthes Robcantley. Und hier haben wir noch die Sarazenia Lea Wilkerson. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Oder was denkt ihr? Ja, das war jetzt also unser kleines Experiment und es hat jetzt ein paar Wochen gedauert natürlich, aber ich finde es absolut erstaunlich, dass es eine Pflanze schafft, einen Vogel fast komplett zu verdauen. Das muss man sich mal überlegen. Eine Pflanze, die einen Vogel, ein Tier fast komplett verdaut, echt krass. Also da seht ihr es mal, was die Natur alles drauf hat und gerade die Karnivoren, die fleischfressenden Pflanzen, zu was die fähig sind. Richtige Monster auf jeden Fall. Ich fand es super interessant, sehr, sehr spannend. Was ist denn eure Meinung dazu? Wie war der Ekelfaktor bei euch? Also ich kann ja viel aushalten und für mich war tatsächlich nur dieser Gestank echt übel, wo einem auch ja fast alles mal hochgekommen wäre. Aber sonst vom Anschauen her kein Problem. Aber es stinkt natürlich wie Sau, deswegen bitte nicht in der Wohnung nachmachen, ganz, ganz wichtig. Generell auch keine großen Tiere jetzt einfach so verfüttern. Die Vögel waren ja, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, die waren wirklich tot hier im Gewächshaus gelegen und ich hätte sie jetzt einfach draußen irgendwo aufs Feld entsorgen können oder wir haben halt jetzt dieses Experiment gemacht, um zu sehen, zu was so eine Pflanze fähig ist und super erstaunlich auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir gerne mit dem Daumen nach oben, teilt das Video auch gerne an Bekannte, um denen mal zu zeigen, was eine Pflanze tatsächlich alles machen kann, zu was die fähig ist. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Matze. Ciao!